Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir schauen das neue Video von Julian Bam rein. Herr Anwalt, musst du mir Videos gucken? Bitte nicht verklagen. Auf geht's. Tim, Anwalt, Model, auch internationaler Curling... Influencer, auch nicht vergessen. Tim, Anwalt, Model, auch internationaler Curling, Weltmeister und Halbmensch, Halbjura-Buch. Könnte man dich so bezeichnen? Ja. Wahrscheinlich ja. Autor hast du noch vergessen. Autor, ja. Das stimmt, ich glaube, er macht auch irgendwie, hat Bücher geschrieben. Ja. Stimmt, ja. Was schreibst du so? Jura-Bücher. Zumindest eins. Ja. Gibt's hier. Guck mal, direkt Werbung gemacht hier. So. Direkt, guck mal, so macht man ein bisschen. War eigentlich gar nicht geplant. Geplant. Habe ich das bekommen? Ja, ich habe es bekommen. Habe ich es bekommen? Weiß ich nicht, ich hätte hier eins mitbringen können. Ja. Nächstes Mal bringe ich dir eins mit. You can feel this is bullshit. We gonna fuck up the optics, drop it. Nobody runs, none stop this. Flyer than the plane, yeah, this is my rocket. Full power mode, cause I'm sitting in the cockpit. Got the box in my pocket. Let's go! Aha, sehr gut. Geil. Alter Scheiße, kriegst du so... Ja, also ganz ehrlich, warum behandelt man das so unhöflich, Alter? Junge, man braucht nicht einfach irgendwie Sachen durch die Gegend kicken. Absolut verdient, das Instant Karma. Das ist dumm, Mann. Alter Scheiße. Kriegst du solche TikToks richtig auch? Nee, das leider nicht. Also das finde ich tatsächlich ein bisschen lustig. Das Problem ist, ich glaube, ich hätte... Ein bisschen lustig. Schon also die Reaktion hat mir gerade was anderes gesagt. Scrollt, weil ich denken würde, es wäre so ein dämlicher Fake-Prank oder sowas. Ah, und dann... Boah, so Fake-Prank-Sachen hasse ich auch überall. Das ist gar kein Bock. Also, aber wenn es so ist, dann ist es halt wieder lustig. Würde ich denken, okay. Da hatte Drew einfach noch blonde Haare. Stimmt. Hä, ist das jetzt schon leck? Das ist schon ein älteres Video wahrscheinlich, ne? Lol, ist mir gar nicht aufgefallen. Da merkst du mal, auf was für Dinge ich achte. Anscheinend nicht auf Haare. Ist nichts für mich. Scrollst du privat auch viel rum? Ja, ich scroll schon so ein bisschen. Mhm. Ich gucke ja immer, was so abgeht. Aber ich scroll generell zu schnell weg, glaube ich, bei vielen. Ja, je länger man am TikTok sitzt, desto schneller wird man auch irgendwann. Ja, ja. So. Ist dir das mal aufgefallen? Guck. Das ist wirklich so. Also damals, als ich noch viel mehr TikTok benutzt habe, war es irgendwie, gab es ein paar lustige Videos, dann hat man geswiped, irgendwie waren dann die Videos teilweise eine Minute lang, hatte ich gar keinen Bock mehr und dann swipet man immer schneller, irgendwann hört man einfach auf, wenn man gar keinen Bock mehr hat, überhaupt eine Sekunde zu warten, irgendwie weird, oder? Wahrscheinlich Anfang des Jahres, ja, wahrscheinlich, ich denke auch nicht, dass aktuell viel Zeit hatten mit den ganzen Hauptvideo-Geschichten, da groß noch so viel nebenbei zu machen, also von dem her, wahrscheinlich ist es ein bisschen älter. Hast du viele Kurzvideos? Geht, also jetzt gerade. Mir fällt es auf, wenn ich jetzt immer im Kino bin, wenn so 5 bis 10 Minuten nichts passiert und die Story einfach weitergetrieben wird. Ey, ich werde richtig nervös, das ist ganz schlimm. Krass. Ja, ja. Ich hatte mal eine sehr krasse Sucht auf TikTok, dass ich versucht habe zu meditieren zur selben Zeit, also nicht zur selben Zeit bei TikTok, sondern ich habe gesagt, ich ruhe mich jetzt aus, meditiere und ich konnte nicht mehr still sitzen. Imagine, Alter, während TikTok meditieren, aber ich denke auch mal, dass man mit TikTok in Trance reinkommen kann. Das sind keine Minute. Ja. Ich war die ganze Zeit nur so, mein Bein shaked auf einmal. Ich so, okay, gut. Wurde mir sogar richtig unwohl. Ich so, boah, nee, ich muss sowas machen. Ja, ich konnte es nicht mehr. Ja, ja. Ist das so krass? Okay. Gut, ich habe jetzt auch nie wirklich meditiert, vor allem nicht während TikTok. Also ich habe schon mal meditiert oder es probiert, wenn man es so sagen kann. Aber nicht während TikTok. Ich habe jetzt nicht sowas gemerkt. Aber er hat ja gemeint, dass es bei ihm auch schon ein bisschen so exzessiver war, dass er auf TikTok unterwegs war. Das trainiert schon die Aufmerksamkeitsspanne ins Negative. Bei Total. Mir auf jeden Fall. Wir gucken jetzt TikToks für euch und reden dann auch sehr viel länger. Das heißt, ihr könnt bei uns bleiben und zuhören und das seht das als Meditation an hier. Dann meditieren wir mal mit denen zusammen. Das wird auf jeden Fall krass wieder. Ja. Das ist überhaupt so eine krasse Transition. Okay. Ja. Und das ist eine richtig krasse Transition. Alter. Das wird auf jeden Fall krass wieder. Ja. Hätte man das denken können? Ey, das Ding ist, ich find's so krass, was Leute hinbekommen können, einfach mit, keine Ahnung, wie sagt man so, mit Make-up einfach oder mit so Self-Care. Ich nenne es jetzt mal Self-Care. Also für mich schaut die Person wie eine andere Person aus auf einmal. Okay. Ja. Aber voll krass. Also ich find's heftig. Das ist insane. Also wenn ich mich... Ich meine, klar, da wurde wahrscheinlich vielleicht auch mit einem Filter gearbeitet, aber wobei, ich weiß nicht, sieht auf jeden Fall komplett anders aus. Also wenn ich mich schminken könnte, ich würde das, glaube ich, auch nutzen für TikTok. Das ist aber schon auch viel Arbeit immer. Wie lange braucht die? 2 Stunden? Ich würde sagen... Boah, ich glaube, so schminken und so fertig machen ist, glaube ich, schon echt jedes Mal viel Arbeit. Also von dem her bin ich ganz froh, dass ich nur mein Gesicht waschen muss und eincremen. 2
Krass. Ich wollte gerade schon sagen, imagine, du bist so im Fastfood-Restaurant und wartest die ganze Zeit auf deinen Burger oder deine Pommes oder so und dann ziehst du das parallel dazu. Alter, es ist, oh Gott, unsere Gesellschaft ist doomed. Kein Wunder, dass die Baustelle nicht fertig wird. Aber genau das, ey. Ja. Je länger es ist, desto schlimmer. Aber genau so ist es ja, wenn man sich das einfach mal so normal vorstellt, wenn Realität... Ey, ich finde es so random, ne? Also ich finde es so random, dass man das so in Läden macht, einfach so als Angestellte. Also ich meine, ich finde es nicht schlimm, aber ich finde es so random einfach. Auf TikTok trifft. Ja. Aber okay. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ja auch schon das ein oder andere Tanzvideo gemacht, also könnte man das mit mir auch machen. Ja, aber ich weiß nicht, ich finde so, jetzt bei Herr Anwalt ist der Kontext halt irgendwie so komplett nicht auf Arbeit gefühlt. Wobei, hier könnte man schon denken, dass es vielleicht so sein, keine Ahnung, Oldschool-Anwaltsbüro ist oder was auch immer. Ich habe schon das ein oder andere Tanzvideo gemacht, also könnte man das mit... Aber ich finde es halt weird, dass so... Keine Ahnung, ich find's halt einfach so random, dass man auf der Arbeit ist und das so danced, Alter. Vor allem ist es halt wirklich so, wenn du das halt siehst, als außerstehende Person hast du ja nicht diese ganze Background-Musik da, zu der getanzt wird. Also von daher muss ich auch echt sagen, bin ich impressed, dass Leute schaffen, so zu TikToks irgendwie synchron zu tanzen oder synchron irgendwie zu lip-sinken. Ich hab das nicht gecheckt, wie das funktioniert. Mir auch machen. Ja, Revi hat ja mal gesagt, er möchte, dass ich ihn vertrete und dann am Ende machen wir einen Fortnite-Tanz im Gericht. Okay, das wäre sehr strong. Aber wenn Revi verloren hat, dann machst du halt diesen... Da wäre ich dabei, würde ich mitmachen. Komme ich da noch... Ja, mit? Wirklich einen TikTok mit Julia gemacht, also es ist wirklich sehr random. 10 Background-Tänzer. Die Aktionen in diesem Video werden von Profis ausgeführt. Boah, das war aber clean, Alter. Das war schon... Was war das, Alter? Was habe ich gerade gesehen oder was habe ich nicht gesehen, besser gesagt? Die Aktionen in diesem Video werden von Profis ausgeführt. Boah, das war aber clean, Alter. Das war schon clean. Mehr clean geht. Also der Cut war echt clean. Geht gar nicht. Und die Kamera ist wirklich stable. Aber es ist trotzdem, weiß ich nicht, auch ein bisschen sus. Wie oft muss ich es gemacht haben, dass es genau so hinhaut? Also sehr clean auf jeden Fall. Aber wie? Also ich würde sagen, Maxify hätte es wahrscheinlich auch gefallen. Wie das auch sein muss, ne? Sie geht ja dann ständig noch immer so weg und macht das jetzt so 300 Mal und Leute stehen da einfach. Ja, ich glaube, aber das war so ein cleaner Backflip. Also sie hat so viel Kontrolle. Ich glaube, das macht die einmal. Okay. Zweimal, weil die Perfektionistin ist vielleicht. Richtig. Ich glaube, musst du auch sein, wenn du Tricks machst. Got your butthole. How do you even grab a butt? Nein. No, but I got you. Die hat mein Arschloch. So, come on down. Ju ist so komplett mitgenommen davon. Target and get 5% off with the red card or something. Oh, I got your butthole. Oh, ich hab dein Arschloch. Hier. Bei mir ist das noch, ich hab deine Nase. Ja, heutzutage ist es so. Guck mal, ich hab dein Arschloch. Kennst du diese Videos, wo sie jetzt immer demonstrieren wollen, warum man ein BD braucht? Und dann nehmen sie ihren Finger und schmieren da sich irgendwie Nutella rein und dann schmieren sie es mit, Was? Das hört sich irgendwie ein bisschen eklig an. Vielleicht bekomme nur ich das angezeigt. Ich glaube, ja. Weiß ich nicht. Okay. Ah, der Anwalt hat sich erstmal selber exposed. Kenn ich nicht. Ja, ich bin in dem Alter, wo ich Werbung für BDs bekomme. Ja, ist okay. Also, ich wollte das gar nicht shamen. Ja, ist okay. Was ist das für eine Competition? Was? Das ist halt irgendeine Art Kult. Hey, ich check's nicht. Hier, guck mal, der Mechaniker fragt, welches Geräusch das Auto macht. Der Kommentar hat gecarried. Aber wie endet das? Oder was ist der Purpose? Es gibt da einen Trick, wie du sofort sympathischer wirkst und es ist so einfach, das tut schon fast weh. Okay. Wenn du jemanden begrüßt, grinst nicht... Okay, Lifehack. Lifehack auf persönlicher Ebene. Schauen wir rein. Von vorne herein, sondern grins ein bisschen später. Pass auf. Anstatt... Hi, schön, dich kennenzulernen. Probier's mal damit. Schön, dich kennenzulernen. Sie macht oft so Tipps. Macht das einen Unterschied? Boah, ich glaube, das nimmt man eher unterbewusst wahr. Wenn ich das jetzt nur so anschaue, macht das für mich keinen heftigen Unterschied. Probier's mal damit. Schön, dich kennenzulernen. Sie macht oft so Tipps, aber ist wahrscheinlich sinnvoll. Mhm. Aber was ich mich immer frage, wenn ich immer in meinem Kopf bin und über... Boah, ich stelle mir auch... Also... Ich stelle es mir auch ein bisschen stressig vor, wenn man wirklich perfekt versucht, immer sympathisch zu wirken und dann schon so jede Mini-Sache so plant, wie man sich mit jemandem trifft und dann, dass man erstmal so kurz wartet, dann so den Smile langsam aufbaut und dann
Wer grüßt? Also wenn es lauter solche Sachen sind, stelle ich mir echt stressig vor, Mann. Ist wahrscheinlich sinnvoll, aber was ich mich immer frage, wenn ich immer in meinem Kopf bin und über... Ich würde es nochmal sehen, was der Unterschied da jetzt wirklich so groß war. Probier's mal links ein bisschen später. Pass auf. Anstatt. Hi, schön dich kennenzulernen. Probier's mal damit. Schön dich kennenzulernen. Sie macht oft... Boah, ich weiß ja nicht. So Tipps, aber ist wahrscheinlich sinnvoll. Aber was ich mich immer frage, wenn ich immer in meinem Kopf bin und überlege, wann gebe ich dir jetzt welche emotionale Reaktion von mir und so, kann ich mich dann noch wirklich auf das Gespräch konzentrieren? Oder halt, wird man so voller Roboter? Oder? Ja, das frage ich mich halt immer. Gut, wenn man es irgendwann in Fleisch und Blut hat, okay. Aber ständig zu überlegen, wie wirke ich jetzt gerade? Wie mache ich das jetzt gerade? Ist das nicht auch dann wieder unauthentisch? Super unauthentisch, deswegen, ich glaube, das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man so in so eine Mimik Kurs geht. Also klar, wenn man es irgendwann im Fleisch und Blut hat. Ein was? Mimikurs? Was ist das denn? Hat und so ein Präsident, der muss ja alle anlächeln, okay. Aber so im normalen, wenn wir uns einfach treffen, weil... Ja, das ist strange. Aber ich sehe auch kaum Unterschied eigentlich. Ja, meinst du? Ich finde das schon krass, wenn ich jetzt sage, ey, alles klar? Ist es schon ein Unterschied, was wenn man sagt, ey, alles klar? Naja, okay, ich kann das gar nicht. Du kannst es halt nicht. Alles klar. Doch, jetzt weiß ich. Guck mal so. Ey, alles klar? Okay, also ein Mimikkurs, oh mein Gott, okay, ich bin ja komplett lost. Ja, ist ja wahrscheinlich ein Mimikkurs. Ich denke, man kann da wirklich viel bei rumreißen. Ich denke, dass es einem auch was bringen kann in bestimmten Situationen. So, aber im Alltagsleben, Bro, stelle ich mir so stressig vor. Also vor allem, normalerweise juckt es mich nicht, ob mich jemand sympathisch findet oder nicht. Wenn er mich sympathisch findet, ist es halt so. Wenn nicht, dann ist es halt nicht so. Und ich muss jetzt nicht irgendjemanden überzeugen davon, dass er mich sympathisch finden muss. Aber ich kann es verstehen, in manchen Situationen, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel irgendwie Präsentation macht, irgendwie Bewerbungsgespräch, irgend sowas, kann es vielleicht hilfreich sein, wenn es tatsächlich funktioniert. Aber wie gesagt, ich sehe jetzt nicht so den krassen Unterschied auch. Ich weiß, guck das so. Ey, alles klar? Also ich weiß ja nicht. Okay. Es ist so ein bisschen sympathisch. Also du hast einen Gedanken gehabt quasi. Okay. Mhm. Aber trotzdem fakest du ja den Gedanken, weil du ja vorher in die Situation reingehst, dass du das genau so machen willst. Ja, deswegen. Weiß ich nicht. Ich muss das. Damn, Bro, evolved. Was? What the fuck ist das? Das könnte wirklich so... Hä? Was ist das? Ist das eine Transition oder war das die ganze Zeit ein Real-Video oder was passiert hier? Ja, deswegen. Weiß ich nicht. Ich muss das. Damn, Bro, evolved. Achso, das ist ja so geil gemacht einfach. What the fuck ist das? Das könnte wirklich so ein Moby-Video sein, ey. Ein Moby-Video? Ja, der hat. Merke, dass ich aus einer ganz anderen Generation bin. Wir sind aus derselben Generation. Ja, Moby. Kennst du dieses Right Here, Right Now? Der hatte damals ein Musikvideo dazu, wo es auch so ein Evolving gab. Mob Deep? Nein, Moby. Nee. Oder das Video. Boah, also ich kann mich ganz, 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 ganz vage an irgendwas erinnern, aber nee, ich glaube, so richtig gefühlt habe ich das wahrscheinlich auch nicht. Also der Song heißt Right Here, Right Now, war mal aus so einem FIFA. Also das Lied kenne ich, glaube ich, aber das Video habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Klar kenne ich Right Here, Right Now, aber ich kenne das Musik. Aber es ist auch voll oft so, ne? Also man kennt manche Lieder, aber halt die Artists gar nicht, weil die irgendwelche One-Hit-Wonder waren. Es ist... eigentlich voll traurig, auch für die Artists dann an der Stelle. Musikvideo glaube ich gar nicht. Und ich meine, da wäre auch so ein Evolving-Shit und das könnte original daraus sein. Okay, krass. Aber geile Spiegelung. Ja. So, don't open your mouth again. Okay, was kommt? Es sah halt, es war perfekter smoother Übergang, wirklich. Yes. Das muss irgendwas Weirdes sein. Entweder hat die keine Zähne. Oh, nee. Nee, ich kann mir schon vorstellen, was da kommt. Ich habe schon mal so ähnliche TikToks gesehen, da kommt jetzt bestimmt eine Spinne raus oder so, oder? Boah, was wetten oder irgendein Insekt, so ein richtig fettes Insekt, irgend sowas. Die hat keine Zähne oder ganz komische Zähne. Schiefe Zähne, ja. Hä? Ja, jetzt normales Zähne. Okay. Boah, ich bin ein bisschen erleichtert tatsächlich. Also ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Vampire, Alter. Alter, krass. Irgendwie aber auch hot. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also schon Skill, oder? Das ist schon ein cooler Skill. Ey, ganz ehrlich, ich würde das die ganze Zeit machen. Hier, guck. Ah, na, keine Ahnung was. Meine sind eigentlich ganz okay. Du hast echt, ja, du hast saubere Zähne. Nee, mir fehlen total. So asozial verarbeitet, Alter. Da fehlen dich total viele Zähne. Also mir fehlen hier die Zähne. Ich habe direkt an die Schneidezähne. Habe ich mehr Zähne als du? Ja, hier, das sind deine Schneidezähne. Nee, krass. Und daneben wären eigentlich noch welche. Und wo sind die? Weg. Hat der Kieferorthopäde dann aber gut hingekriegt.
Die ist geschlossen aus oben, ne? Ich hab aber dafür so ein bisschen so ein Stefan Raab-Lächeln. Yo, du kannst so machen, dann kommen die an. Nein. Ich schwöre, ich habe das letztens probiert. Aber bei mir ist das Eichhörnchen nicht angeradelt gekommen. Doch, das funktioniert niemals. Wohl irgendwie, doch. Ich weiß nicht, vielleicht funktioniert es in Deutschland nicht. Vielleicht ist es so Zeichensprache Englisch oder so. Aber ich habe es in Deutschland mal probiert. Gut, das Eichhörnchen war jetzt nicht am Boden, sondern es war oben auf dem Baum. Und ich habe einfach mal getryhardet und dachte, der Jump vielleicht. Aber nee, also bei mir hat es nicht funktioniert. Der Hund hat sie gegessen. Das funzt? Irgendwas macht das mit denen. Hey, geil, Alter. Sehr krass. Ich finde Eichhörnchen sind so süß, Alter, ne? Also schau dir mal das Gesicht an. Es gibt so Tiere, die sehen nur von der Entfernung süß aus, aber je näher du rankommst, desto mehr denkst du so, bleib mir lieber weg. Aber so Eichhörnchen, die sehen richtig süß aus. Lifehack, ne? Aber ist das nicht eher so ein, ist das ein Squirrel oder ist das schon ein Erdmännchen? Boah, ich glaube, das ist irgendwas. Das ist so, sieht aus wie so ein Präriehund, ne? Sieht auch schon wie ein Eichhörnchen. Es sieht sehr süß aus. Fühl dich. Schönchen. Da ist noch eins, aber bei dem hat es nicht funktioniert. Der hat keine Augen mehr. Krass, oder jemand anderes macht das gerade da hinten auch noch. Hey, wie krass, dass es geht. Geht das einfach? Ich will es auf jeden Fall mal machen. Oder, ey, müssen wir ganz kurz konfirmen. Hat das jemand schon? Ich probier's nochmal. Ich probier's nochmal nächstes Mal, wenn ich ein Eichhörnchen sehe und dann berichte ich. Schon mal gemacht? Oder mach das mal bitte, danke. Wenn ich alt bin und im Park setze, werde ich das nur noch machen. Ja, voll, ja klar, da ist so jemand, der füttert die, versucht die so irgendwie. Aber, ey, ich frage mich auch, was die Leute gedacht haben, die mich da gesehen haben, wie ich da stehe und so. Handbewegungen mach, Alter. Zu kommen und du machst einfach nur hier die ganze Zeit so Robot Waves. Dinger gehen crazy. Found the motherfucker who's scrolling through TikTok with their left hand. Vielleicht linkshand? Geht das? Wenn ich scrolle. Ah. Ah, okay. Jetzt hab ich's. Das ist ein sassy TikTok. Ah. Ja, doch, ich glaube auch. Meinen könnte. Boah. Ah ja, stimmt, Bock mal. So schnell war ich nicht. Guck mal, ich glaube, viele checken. Aber vor dem. Aber macht man das auf TikTok? Bro, es ist irgendwie auch weird, oder? Video die Hand gewechselt. How do you know? How do you know? Ah, shit. Scheiße. Hab ich gesehen. Ja, kennst du das? Keep the pattern. Der hat so ein, die haben so einen Tick. Because this number aren't coming from the pattern or something like that. It's coming from the old Arabic numbers. Achso, warum Zahlen so aussehen wie this Zahlen? Ja. Yeah. The one, which means there's only one angle. Ah. So one. Ja, ja. Ein two, Winkel nur. Which is half two. Zwei Winkel? Angles. Ja, stimmt. Das ist ja ein. Was? Was? Zehn. Also, ich habe das Originalvideo gesehen, dass er ein Problem damit hat. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ach, guck mal. 6. Boah, das ist ja voll mindblown. Das war's für Wieso eigentlich. Ja gut, aber die 9 ist halt schon ein bisschen schon sehr fancy gezeichnet, damit das funktioniert, ne? Das ist voll was für Wieso. Wieso? Das ist ein Matteffekt. 6, 7, 8, aber es ist krass, es ist wirklich krass. Wieso, guck mal wieder was gelernt. Das. Leute, linkt Wieso hier hin, damit er sieht. Das ist richtiger Matteffekt. Wieso's Matteffekt. Wow, Junge. War das jetzt eine Pizza? Es sieht so richtig unsatisfying aus, es so zu essen. Amore! What's wrong with that dude? Why are you stopping her? She enjoyed herself a pizza sandwich. You let that woman enjoy her pizza sandwich. Wir haben auf jeden Fall dieselben Vorfahren. Wir haben... Geil, Alter, krasser Typ auf jeden Fall. Why don't you let her eat a pizza? Aber manchmal kann ich das verstehen, also, dass man die Dinge so zusammenquetscht. Das macht. Einmal, maximal einmal Pizza. Wenn es so eine richtig lasche Pizza ist, die schon so vorne alleine floppy runterkippt und aber die ganze Ölsoße drauf ist, also was heißt die ganze Soße, aber halt so der Käse und alles, wenn das nicht runterfallen soll, einmal maximal falten. Nicht mehr, Alter. Nicht die ganze Pizza, Alter. Hat halt schon einen anderen Geschmack voll, irgendwie. Ja, ne? voll. Du hast außen ja erst dieses Teigartige. Du weißt genau, wie es schmeckt jetzt gerade, wenn ich es dir erzähle. Ne? Aber du musst mal einen machen, das ist so ein Lifehack, aber den einen, ich behalte ich immer meistens für mich, weil es nämlich nicht, wer dazuhört, aber so eine Toastscheibe. Boah, ich krieg Hunger jetzt gerade. Ja, hast du gehört? Ja, was kommt? Okay, ich bin gespannt. Ich esse ja auch manchmal Toast. Was ist der Lifehack? Schneidest du in der Mitte durch und dann drehst du die Seiten komplett einmal um, dann hast du einen Toast, das ist außen weich und innen knusprig. Boah. Boah, okay, da wäre ich niemals drauf gekommen. Aber es hört sich ein bisschen schwierig an und ein bisschen
mühselig, das so in der Mitte durchzuschneiden, oder? So you're this. Yeah. But you're also this. Oha, not bad. And you're this. Bist du mal geskatet? Ja. Yeah. Nein, also cool. Ich hatte ein Skateboard, so wie jeder 8-Jährige. Ey, ich wünschte, ich hätte mal die Möglichkeit gehabt zu skateboarden. Aber ich kann's nicht. Schade. Das Ding ist, ich bin auch noch nie geskateboardet, aber als Kind hatte ich immer richtig Bock, aber wir hatten nie ein Skateboard. Und jetzt anzufangen zu skateboarden ist irgendwie weird, oder? Ja, so der Inliner. Ah ja, hab ich auch. Da gab ja die Inliner-Fraktion und die Skater-Fraktion. Ich war beides. Ich hatte keins von beiden. Sag. Und diese City-Roller-Gang und alle so. Nee, dann haben die so kranke Tricks gemacht. Nee, nee. So Saltos und so. Meine Rangliste: Skateboard ist das Coolste. Hm. Dann kommen Inline-Skates und dann kommt diese Roller. Also ich würde sagen, wahrscheinlich ist das so vom Coolness-Faktor die richtige Reihenfolge. Aber vom Praxis-Faktor, was am praktischsten ist, würde ich sagen, dieser City-Roller. Ist am besten, wenn er dir gerade mal nicht die Knöchel weghaut. Wenn du nicht unbedingt irgendwelche Tricks tryhardest. Aber ansonsten, ja, sind die anderen ein bisschen unpraktisch. Wobei Inline-Skates gehen wahrscheinlich noch. Ja, wobei Skateboard auch. Kommt immer drauf an, wo man halt unterwegs ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, Skate würde ich auch. Ist definitiv am coolsten. Ja, das schon. Dann Skaten, dann die Roller. BMX? Ich glaube, ich finde am coolsten Skateboard, am zweitcoolsten City-Roller. Wobei das nicht wirklich cool ist. Aber ich finde halt einfach... Also, keine Ahnung, no front an niemanden, aber ich finde so Inline-Skaten sieht eigentlich nicht so geil aus, oder? Bin ich der Einzige, der das jetzt nicht so krass cool findet? BMX würde ich vielleicht noch zwischen Skateboard und Inline-Skates packen. Aber was ich ein bisschen, also ich finde es nicht geil, wenn einer die ganze Zeit so, oh, ich mache jetzt hier meinen Trick und mache das und dies und das und das, ne? Weil das kann ich mit dem BMX. Dieses Lässige fehlt halt manchmal so beim BMX, finde ich. Ja, das ist so, ja, und wenn man sich ja hinmaut. Es ist direkt so ein Show-Act irgendwie, ja, ne? Ja. Und beim Skaten, da kannst du mal so einen Trick machen, okay, dann stellst du dich wieder an ja, den Rand. Ja, ich verstehe, ne? Du kannst smoother, ja. Da, du kannst einfach ein bisschen eleganter, ja. Passiver posen, ja. I just saw a tweet that said, why do we have to raise our hand to knock on the door, right? Why can't we just underhand knock? Like that. Warum klopfen wir so? Warum ich finde aber so auch echt... Stimmt eigentlich. ...bequemer, weil das fühlt sich echt komisch an. Ich weiß nicht, aber wenn man so steht, so... Also wenn ich jetzt hier so stehe, einfach nur so machen... Stimmt, das ist einfacher eigentlich. Das sieht irgendwie fucking pervers aus. Was... Vielleicht macht es deswegen niemand. Eigentlich ist es einfacher, aber man fühlt nicht so die Kontrolle, finde ich. Ja, ja, aber hätten wir es immer so gemacht, dann wäre das ja wahrscheinlich die Kontrolle. Hätten wir die Kontrolle. Vielleicht ist das auch so ein archaisches Ding oder so, dass man dann besser sich direkt verteidigen kann oder sowas. Oh. Ja, Freunde, ihr wisst, wo ihr hinklicken müsst, ihr wisst, wo ihr hin müsst. Jetzt sofort, Freunde, wir verabschieden uns und gehen jetzt mal ein Buch lesen. Ne? Ein sehr unterhaltsames, gutes Video. Lasst den beiden gerne kostenlos ein Abo auf YouTube da. Lasst mir gerne auch einen kostenlosen Abo auf YouTube da und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Wäre Ehre.